Ja gut, war halt kleiner Gewittersturz und die Wolke war ziemlich, da mal, die hing die ganze Zeit drüber und deshalb hat es halt komplett abgeregnet. Und dementsprechend ist das nicht weitergezogen. Da war halt auf einem Platz ziemlich viel Wasser. Und dann ist halt hier der Bach da entsprechend von oben. Da läuft sich in die Kanalisation rein und dann hat sich das Gitter verstopft und dementsprechend hat sich halt alles von oben nach unten quer über die Straße verteilt. Und ja, sieht man also ein bisschen alles viel mit Schlamm und so. Wobei, wir haben Glück gehabt, muss ich sagen. Ich glaube, bei da unten ist ein bisschen mehr los. Wir haben hier eine Überschwemmung in der Straße, in der Kirchstraße, durch Kanalüberfüllung. Genau woher es kommt, wissen wir nicht, aber hat sich eben durch die Hanglage eben nach unten gedrückt und dann in der Kirchstraße gesammelt. Ja, es war schon ein Sturzbach, muss man schon sagen. Also es kam von der oberen Bereich den Berg runter, ist dann hier entlang über die Treppe runtergeschossen. Es war schon eine Bachsituation plötzlich. Ja, die Feuerwehr leistet super Arbeit, also wird besser. Natürlich haben wir jetzt ein paar einige Aufräumarbeiten, aber sonst ist alles gut. Ich denke, passt. Wir hatten eine Unwetterlage mit 9 Einsatzstellen in Deizisau. Waren unterwegs mit 5 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften während des laufenden Betriebes von der Hockitze, was wir an diesem Wochenende von Samstag bis Sonntag hier bewerkstelligen und konnten dementsprechend der Bevölkerung von Deizisau auch Hilfe leisten. Also wir hatten von vollgelaufenen Tiefgaragen über dementsprechend verschmutzte Fahrbahnen und dementsprechend vollgelaufenen Kellern alles im Portfolio drin. Also wir waren eingebunden im Aufbau von der Hockitze dementsprechend und konnten da dabei auch gleichzeitig alle Einsatzkräfte dementsprechend auch freisetzen, um der Bevölkerung dementsprechend Hilfe zu leisten. Wir können das eine wie das andere parallel fahren und ist für uns kein Problem.